Als erstes fällt mir Gemeinschaft ein. Er weckt sofort Neugier. Sehr interessant. Hier finde ich das recht gut, dass das alles so offen gehalten ist, so relativ hell ist und so modern. Ich fand, das Gebäude hat sehr, sehr positiv auf mich gewirkt, sehr beruhigend. Ja, es sieht von außen erstmal total modern und schön aus mit der Holzvertäfelung. Es ist alles sehr strukturiert aufgeräumt, so ein bisschen so ein Industrial Style mit viel Beton, viel Metall. Ich finde, es wirkt erstmal sehr freundlich und offen, dadurch, dass es unten irgendwie diese großen Fenster hat und jetzt nicht irgendwie so in sich verschlossen ist. Aber gerade wenn man dann irgendwo hingeht, dann geht es ja auch oft irgendwie um viele Ecken. Ne? Die Treppe ist ja, oder auch der Aufzug sind ja so ein bisschen hinter irgendwelchen Ecken nochmal versteckt. Und ich finde, das ist dann auch ganz angenehm, dass man, wenn man dann wirklich erstmal reingegangen ist, dass man dann auch sich sozusagen so ein bisschen so für sich fühlt. Anfang war es ein bisschen irritierend, aber ich finde das irgendwie cool, weil das hat irgendwie so einen abgespaceden Flair. Es sind eben tatsächlich sehr lichte, sehr offene Räume, die, wie man sehr schnell merkt, auch insofern angenommen werden, als meistens die Fensterplätze sehr, sehr gut belegt sind. Und das scheint ein Aspekt zu sein, der darauf hindeutet, dass diese Architektur mit diesen sehr offenen Räumen dann auch sehr gut angenommen wird. Wir haben Einzelarbeitsplätze, die tatsächlich sehr flexibel sind, wo Studierende sehr schnell zusammenkommen können, um über bestimmte Aspekte zu sprechen. Wir haben auch dynamische Elemente, also zum Beispiel Laufbänder, die genutzt werden können. Ich finde, die Atmosphäre ist sehr angenehm hier drin. Es ist nicht duster, es ist aber auch nicht ablenkend. Also ich denke, das ist ein Gebäude, was viel Potenzial zur Entwicklung hat, weil viel Raum da ist für Ideen, die man hier umsetzen kann.